So, ist ja nicht so, als hätten wir gestern nicht schon genug Aufgaben gehabt, beziehungsweise die Wochenaufgaben. Jetzt bringen sie noch so einen Boss raus, um damit die Leute halt ein bisschen mehr EP noch sammeln können. Wie gesagt, ihr seht hier, wir bekommen insgesamt 2000 EP plus ein Spray und ein Rückenaccessoire. Also zwei Rückenaccessoires. Einmal erziele Eliminierung 10 Stück und halt das Geldboot, wenn wir alles abgeschlossen haben. So, wir fangen natürlich mit dem ersten an, nämlich spiele einfach Zone Wars Matches. Ich zeige euch nur mal gerade, wo ihr das Ganze findet. Das ist nämlich einfach hier unten die drei Stück. Aber ich habe selber noch keine Ahnung, was man da überhaupt macht. Wenn sich bewegende Eliminierer, deine Konkurrenz werden in den Namen Sturm, also zufällige Spawn vom Inventar. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ganz normal rein. Wie gesagt. Einfach 5 Runden spielen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht aus Versehen schon eine Aufgabe fertig mache, weil sonst müsste ich das einfach wieder blind euch sagen, wie es zu machen ist. Und da, das wollte ich eigentlich weniger machen, weil wenn man irgendwas sucht, dann will man ja auch wirklich gezielt die Lösung haben und nicht noch eine andere Lösung vorher. Von daher mache ich das halt alles getrennt voneinander. So, dann wie ihr seht, unten kam eine Zahl hinzu. Die sechste Zahl jetzt vom Passive-Code. Bei 330 Abonnenten gibt es hier die nächste, bei 340 wieder die nächste. Und wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, einfach in die Videobeschreibung gucken. Da ist ein extra Video, wo ich mich einmal vorstelle und dann auch genau erkläre, wie man den Code knacken kann. So, jetzt muss ich erstmal selber gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich habe nämlich noch nichts gemacht. Ja, super. Jetzt muss ich gerade selber gucken. Also irgendwie mit Zone und Endzone und die bewegt sich. Aber macht ja auch klar Sinn bei Zone Wars, Zonenkrieg. So, jetzt muss ich nur gerade mal nach den anderen Aufgaben gucken. Komme ich in die Aufgaben rein? Ja, Zone Wars. Ich gucke nur gerade nicht, dass hier irgendwas schon. Nö. Also eine Runde können wir eigentlich spielen. Okay, man bekommt hier alles Mögliche. Du darfst das noch nicht trinken. So, erster Kill ist schon da. Das war knapp. Ach, das war's dann. Das ist die Runde oder wie? Ach nein, davon gibt es 5 Runden dann. Ah. Ist ja eigentlich ganz nice. Ja, das ist uns klar, hier wird gebaut wie bekloppt. Die erste Runde kommt schon. Nein, ist an der Falle gestorben, richtig? Ja. Er ist zu nah reingegangen. Das ist natürlich ärgerlich. Wir gucken uns das hier gerade eigentlich noch zu Ende an. Zeit haben wir noch ein bisschen. Ich denke mal, es müsste eigentlich gehen. Also wie gesagt, einfach 5 Runden hier von Spielen und schon habt ihr es geschafft. Wir haben jetzt insgesamt falsch. Ja, da bringen ein 3 Kills auch nichts. Wir haben von der Aufgabe jetzt eigentlich nur den einen Kill schon und halt Kondition schon geheilt. Aber den Rest machen wir dann gleich. So. Ich muss halt schon ein bisschen aufpassen, dass ich euch auf jede Aufgabe erkläre, was damit gemeint ist. Weil ich merke es an meinem Sohn. Mein Sohn ist ja 8 Jahre alt, von daher er fragt mich auch die einfachsten Sachen. Manchmal denke ich mir, hä, ist doch logisch. Aber alle gucken inzwischen YouTube. Von daher kein Problem, ich erkläre euch das. Mache ich doch gerne. Wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne auch kostenlos abonnieren. Dann wirst du auch keine Aufgaben mehr verpassen. Ich bin zwar nicht der Erste, da ich halt natürlich berufstätig bin. Irgendwie muss ich ja mehr Geld verdienen. Noch geht's nicht mit YouTube. Das geht aber ziemlich schnell hier. Ja gut, heißt es jetzt ein Match ist.
aber dann doch relativ lang, sag ich jetzt mal. Er ist zu langsam evitieren. Ich wette, er stirbt in der Zone. Wetten, er stirbt in der Zone? Was habe ich gesagt? So, aber wie gesagt, ihr müsst halt insgesamt 5 Matches spielen. Ich denke mal, ja, das hier war ja nur eine Runde. Wie gesagt, das ist halt schon mal der erste Teil. Dann habt ihr den Aufgabenteil gemacht. Ihr müsst halt alle 5 Runden durchspielen. Ich denke mal, sonst wird es nicht zählen. Aber ich werde es jetzt gleich einfach mal ausprobieren, ob es zählt oder nicht. Aber das können wir eigentlich jetzt machen. Warte mal, Match verlassen. Holt euch noch gerade mit, was das betrifft. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn noch kein Abonnent bist, gerne jetzt dein Abo raushauen. So, na komm. Würde mich nämlich interessieren, ob es zählt oder nicht. Herausforderung, Zone Wars. Doch, zählt. Also, ich bin halt jetzt einmal gekillt worden. Und dann war es das eigentlich schon. Also könnt ihr eigentlich die erste Runde spielen, geht raus, schon habt das. Aber ihr müsst ja wegen den anderen Aufgaben, ihr werdet ja nicht alles in einer Runde schaffen. Also in dem Sinne sage ich jetzt, haut rein und bis gleich zur nächsten Aufgabe.